Guten Morgen! Gut ausgeschlafen wie gestern, gehen wir heute auf unsere dritte Etappe von Pommerzweiler nach Böbingen an der Rems. Circa 23 Kilometer. Wir haben das erste Bückele, wie der Schwabe hier sagt, überquert. Bei uns wäre schon Berg. Der Schweiß läuft schon. Wir hatten dort ein fantastisches Frühstück am Landgasthof Alblick. Also, nach dem zu urteilen, müsste es heute ein traumhafter Tag werden. Julia kommt jetzt auch den Berg an. Ich sehe sie im Hintergrund. Und nun geht's weiter. Ab auf die Strecke. Der Wind nimmt, wie angekündigt, zu. Irgendwann werde ich wohl meinen Puschel hier rausholen, aber ich hoffe noch geht's mit dem Puschel. Ja, wir haben auch gestern mit der Wirtin wieder alleine geredet und die haben quasi dasselbe Problem auch berichtet. Auch dieser Gasthof wird bald zumachen in Pommerzweiler. Kaum noch Kundschaft, viel Arbeit, was am Haus ist, hohe Investitionskosten und in dem Fall waren sie auch schon recht alt und der Sohn möchte den Gasthof nicht übernehmen. Aber hier ist irgendwas im Gange, was nicht gut ist, weil wenn all diese Landgasthöfe verschwinden, erstmal ein ganzes Ende Tradition, was verloren geht und auch für Wanderer, Radwanderer, wie für uns, wird es dann immer schwieriger hier durchzukommen. Ja, wo liegt der Fehler? Wo hat er angefangen? Beschweren können sich alle ein bisschen über die Erlebnisgastronomie, Grieche, Italiener, Chinese, was auch immer. Wollte noch Deutsch essen gehen. Na gut, habe ich heute ein bisschen was zum Nachdenken auf der Etappe. Und jetzt geht es erstmal ein bisschen wieder Strecke machen. Wir hatten nämlich gerade ein wenig Probleme, unsere Route zu finden. Es waren irgendwie Muscheln ausgegangen, aber jetzt sind wir wieder da. Und vorwärts geht's. Gut, noch ein bisschen was zum Pilgern. Was heißt zum Pilgern? Der eine oder andere wird sich vielleicht schon gefragt haben, warum meine Aufnahmen am Tag immer weniger werden, zumindest die, wo ich spreche. Ja, das ist ein recht hartes Brot, muss man mal so sagen. Früh ist man noch schön fit, vergnügt, guter Dinge. Je länger die Etappe dauert, zumal hier bergauf, bergab und auch ordentlich Sonne, ja, da ist man dann echt platt und selbst so eine Kleinigkeit wie das Ausholen der Kamera oder geschweige denn noch sprechen, ja, das wird zur Tortur. Ja, und das ist letztlich der einzige Grund. Deswegen erzähle ich
euch jetzt erstmal, was uns auf der heutigen Etappe erwartet. Wenn ich es mir recht gemerkt habe, sind das heute zwei Pilgerkapellen, ein Schloss und eine fantastische Aussicht. So hat es mir meine Frau heute früh im Bett vorgelesen. Und wenn wir uns nicht verlaufen, wird es auch so kommen. Gut, geht gerade schön bergab, deswegen kann man hier mal entspannter reden. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Das größte Vertrauen habe ich zu einer Actioncam da nicht. Aber hinten auf der Spitze von dem Berg ist zu sehen das Schloss Hornstadt. Das wird das Highlight der heutigen Tour sein. Und da müssen wir jetzt mal ein paar Autogramme mitnehmen. Das ist schon gewaltig. Also, los geht's. Meine Fresse, das war ein Aufstieg jetzt. Gut, wir sind oben angekommen in Hohenstadt. Das Schloss liegt hinter mir, ist naja, sehr baufällig, aber scheint auch benutzt zu werden. Und daneben liegt die Kirche, die Schlosskirche, in die wir jetzt gleich mal reingucken, die gerade gebaut wird und sehr patriotisch eingerüstet ist in Schwarz und Gold. Thank you.
soll der Gast schon aus der See jetzt da sein. Ja. Richtige Pilger. Ja. Mal jetzt hier eine Führung, dann dürfen Sie gerne mal zuhören, wenn Sie möchten. Ja, gerne. Und wie geht's? Nun habe ich doch den Windschutzpuschel drauf. Ich hoffe, die Borsten stören nicht im Bild. Wir hatten jetzt gerade in Klotzhöfe ein ganz nettes Erlebnis, eine schöne Begebenheit. Und zwar hatte ich mich erst ein bisschen geärgert. Hier ist eine kleine Pilgerkapelle, dass da richtig viele Leute rumstanden, so 20 Leute. Dachte ich, na fein. Na klar, man kommt ins Gespräch und wie sich rausstellte, war das ein Klassentreffen von einer Bankerlehre irgendwas. Und die hatten in ihren Kreisen eine Dame, die schon nach Santiago gepilgert ist und hier gerade eine Führung gemacht hat. Und jetzt wollen sie bis Heuchlingen noch ein bisschen laufen. Ja, und so sind wir zu einer unverhofften, zu einem unverhofften Vortrag gekommen über den Weg nach Santiago und haben hier noch ein halbes Stündchen zugehört. Die Dame ist auch eine Künstlerin und hat uns dann zum Schluss noch selbstgemalte Bilder mit einer Karte gegeben. Also so kleine nette Begebenheiten am Wegesrand, die machen den Weg immer besonders schön. Gut, es geht jetzt weiter. Nebenbei haben wir auch noch für morgen schon erfahren, dass wir morgen einen kräftigen Aufstieg auf die Schwäbische Alb haben. Hurra, hurra, und das bei einer langen Etappe. Aber gut, wir beschäftigen uns heute nicht mit dem Kummer von morgen. Jetzt geht's weiter, erstmal Richtung Heuchlingen und dann nach Böbingen an der Rems. So, Pilgerpause in Heuchlingen. Das erste Mal, dass wir ein Geschäft da gefunden haben. Und davon gibt es jetzt 4 Stück. Dann geht es uns wieder gut. Für die letzten 5 Kilometer heute.
Gut, im Tal erkennbar ist Böbingen an der Rems unser heutiges Etappenziel. Wir laufen jetzt hier noch einen kleinen Bogen, ca. 2 Kilometer und dann sind wir da. So, nun hat tatsächlich auf den letzten Metern noch der Akku schlapp gemacht. Aber wir haben es geschafft. Wir wollen heute im Schweizer Hof schlafen und natürlich auch schön essen. Und sind schon sehr gespannt, weil das sah recht vornehm aus im Internet. Gut, für heute verabschiede ich mich und morgen geht es mit Etappe 4 weiter. Ja, ich weiß gar nicht wohin. Sag ich euch morgen. Bis dann.